Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir super simpel anhand eines Beispiels, wie du eine Einleitung bei einer wissenschaftlichen Arbeit aufbaust und was deren Bestandteile sind. Also, wusstest du eigentlich, so eine Einleitung ist wirklich das Erste, was dein Prüfer da draußen lesen wird. Und anhand dieser stellt dir dann die Erwartung deiner Arbeit und der ein oder andere macht sogar deine Note davon aus. Ganz wichtig. Gut, wenn ich gerade von einer wissenschaftlichen Arbeit spreche, rede ich natürlich von einer Seminar-, Bachelor-, Hausarbeit oder Masterarbeit. Hier habe ich mal dir grob zitiert, wie viel Umfang du für die Einleitung rechnen solltest für die jeweilige Arbeit. Gut, und nun die Bestandteile. Zuallererst, wir starten mit 1 Punkt und Einleitung oder Einführung genannt. Manche schreiben in dem Kapitel was, manche nicht. Ich bin Freund von nicht, aber das muss jeder selbst wissen. Und dann kommt das erste Unterkapitel, und zwar die Problemstellung. Und da kommt eben das rein, welche News du gelesen hast, warum du dieses Thema bearbeiten möchtest, vielleicht ein Zitat, was dich inspiriert hat, deine Motivation aus dem Privaten oder aus der Uni oder allgemeine Inspiration, wie du auf das Thema kamst. Aber bitte nur wirklich welche, die unmittelbaren Bezug dazu haben und nicht irgendwas, was so grob dahergeworfen ist, das kommt blöd. Nachdem wir die Problemstellung, also den Grund erklärt haben, warum wir diese Arbeit schreiben, ist natürlich dabei eine Forschungsfrage aufgekommen. Und dabei hast du auch eine Zielsetzung, die du, natürlich, du möchtest diese Forschungsfrage beantworten. Und das musst du jetzt erklären. Also erklär, wie du auf die Forschungsfrage gekommen bist und wie die sich zusammensetzt. Also welchen Umfang soll die beantworten, welche Bedeutung hat das Ganze und vielleicht gibt es die Forschungsfrage sogar abzugrenzen. Und dann natürlich die Zielsetzung der Arbeit, also was möchtest du mit dieser Arbeit erreichen. Gut, und zu guter Letzt der Gang der Untersuchung, also den Aufbau deiner Arbeit. 1 bis 2 Sätze, welches Kapitel, wann kommt das, was ist der Sinn und Zweck davon? Und falls du nur eine Literaturrecherche machst und eine Hausarbeit schreibst zum Beispiel, dann kannst du auch hier nur kurz einen Satz erwähnen, dass du eben eine Literaturrecherche machst. Dann hast du auch die Methodik abgehakt und musst es nicht später nochmal in einem Kapitel erwähnen. Falls du empirisch forschst, dann bitte nicht, dann kommt es eher später in einem Kapitel 3 oder 4 dann. Gut, aber ich merke immer wieder dieselben Fehler. Bitte in die Einleitung keine Ergebnisse reinballern, auch wenn es immer heißt, das soll man am Ende schreiben. Dann auch kein Abschweifen in die Thematik oder den Forschungsstand, dass du irgendwie ewig weit ausholst, brauchen wir nicht. Auch keine Definition, das kommt auch dann im Theorieteil. Und zu guter Letzt, ja, Abbildungen und Tabellen haben da eigentlich nichts zu suchen. Außer du hast wirklich ein super komplexes Vorgehen gewählt, dann kann man das vielleicht ein bisschen darstellen. Aber ansonsten bitte keine Abbildungen oder Tabellen. Zitate und eben zitieren ist immer gegeben, sollst du bitte machen. Okay, was mache ich jetzt für Beispiele? Also Einleitung, wie gesagt, lasse ich leer. Hier habe ich jetzt zur Bargeldabschaffung mal so ein Beispiel dir reingemacht. Also du merkst, ich gehe darauf ein, dass der aktuelle Stand so und so ist von diesem Roger da. Dann gehe ich darauf ein, okay, darum kam mir eben die Forschungsfrage, bla bla bla. Das ist wirklich jetzt kurz und knackig gehalten. Das kann bei dir schon ein bisschen länger ausformuliert werden. Und zu guter Letzt auch der Gang der Untersuchung, auch kurz und knackig. Kapitel, bam, bam, bam.